Muss ich die Gasmasken einfach im Inventar haben, oder? Du musst sie an den Kopf anziehen. Nee, die Kartuschen meine ich. Die Gasfilter. Ja, die Kartuschen, die Filter einfach im Inventar. Jetzt sollte ich gegen Gas geschützt sein, ne? Ich hab 12 dabei. Diese Gasfilter. Ich gehe jetzt mal in grüne Umgebung. Oh. Okay, diese Gasmasken, die sind, also die Gasfilter, die sind schnell durch. Ach, wirklich? Also relativ gesehen, ne? Ja. Also, wirklich relativ gesehen. Wir sind nicht schlimm, aber doch schon eine gute Runde. Braucht das Ding schon. So, haben wir ein bisschen. Ich baue hier ab und zu mal Dinge ab, ne? In der unteren Ebene hier. Wir brauchen eh nichts mehr. Ist eigentlich schade, ne? Man hat alles aufgebaut, am Schluss reißt man es wieder runter. Weißt du, die erste Stätte, die ich gebaut habe, noch? Mit allem Pipapo und tralala. Ja, aber das sind ja auch erst Ansätze, die sich mit der Zeit von Progress ergeben. Ja, aber irgendwie ja schade, ne? Dass das nicht gut von Anfang an kann man es nicht erwarten, aber irgendwie doch schon schade. So ist das Leben. Schön und gleichmäßig. Nein, natürlich nicht. Wer denkt witzig oder so, keine Ahnung. Wir haben hier ein wunderschönes. Ach nee, ich muss ja zum anderen. Hast du jetzt das mit dem Mausrad reindrücken schon probiert? Oh, wo muss ich das machen? Sorry. Zum Beispiel an einem Fundament oder so. Oder an einem Dingens. Ja, heißt aber kopier das Ding oder was? Ja. Cool. Kann ich es auch an einem wunderschönen LKW-Station. An allem kann man es machen. An alles. Wow, ach, speichern, darum dauert es ja so ewig. Muss ich jetzt wegen noch eine Ausrüstungsstation bauen hier. Bist du jetzt überhaupt? In der Base, oder? Ja, so plus minus davor, kann man sagen. Biomasse, ich brauche Biomasse. Davon haben wir ja zum Glück Genüge. So. Am besten einmal irgendwie 500 Gasfilter, dann reicht alles aus. Das wäre extrem. 500 Gasfilter, da kommt ja niemand mit hinterher. So, jetzt mache ich jetzt 200. Stellen wir Beton her? Ja. Warte mal kurz. Nein, ich glaube das noch nicht. Gut, weil ich habe jetzt keinen Beton mehr. Oder doch, warte mal kurz, bin ich gerade doof? Ich habe jetzt alles für den Straßenbau ausgegeben, Till. Alles. Alles. Nein, tatsächlich, das haben wir noch nicht. Das wollte ich ja eigentlich so plus minus als nächstes, aber es kommt ja immer wieder Neues dazwischen.
Okay, weil Beton bräuchten wir jetzt dringend, sonst können wir nicht mehr weiterbauen. Ups. So, Gewebe, ich baue mal Gewebe. Komm weg damit. Ah, das wird wehtun. Au, zwei Balken hat mich das gekostet. So wenig Kohle. Heieiei. Ist das Kohle? Nein, das ist Eisenerz. Ja. I need something for. Ja, was denn? I need Kalkstein. I need Beton. Ja, ich weiß, was du meinst. Das haben wir noch nicht. Das könnte man eigentlich nächste Woche dann mal anschauen. Dass wir nächste Woche Beton produzieren. Mhm. Weil für den Stahlbeton machen wir es ja schon, ja, aber es ist noch kein als nicht, also noch nicht als Endprodukt so gesehen. Ich klaus mir vom Beton, Stahlbeton. Ah, hier haben wir das Strahlungslevel-Problem noch. Stimmt, Strahlungsanzüge ist. Erst bei nächster Stufe. Ach so. Erst beim nächsten Weltraumlift. Ja, wir brauchen Licht. Wenn sobald man das auf höherer Grafik spielt, dann sieht das alles ein bisschen dunkler aus. Du hast hier oben Eisenerz hin befördert, aber noch nichts angeschlossen auf der vierten oder fünften Etage. Die verstärkten Rahmen. Schwere modulare Rahmen, ja, ich seh's. Hm. Die kannst du ja erst ab jetzt machen, weil du dafür den Dingens da gebraucht hast. Genau, aber du. Wir gucken mal, was wir als nächstes machen dürfen. Oder veröffentlichen, keine Ahnung was. So. Warte mal. Hä? Wo hast du die Stahlproduktion hingeballert? Stahl? Eisenbahnen? Ah, hier war es da noch nicht fertig auf dem Stock auf dem fünften. Hier produzieren wir modulare Rahmen. Da hast du alles modulare Rahmen reingepackt. Okay. Und auf welchem Stock läuft jetzt das mit dem Stahlträger? Stahlbetonträger? Ich glaube noch mal weiter oben. Das ist eine der letzten, die ich gebaut habe. Ah, stimmt. Ich mag mich erinnern. Wir haben ja das Thema mit den schweren modularen Rahmen gehabt. Da habe ich ja dich unterbrochen und gesagt, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann sind wir... Ja, das sieht schon besser aus. Was wird hier gemacht? Eisenstangen. Hä? Hier geht was hoch. Hier
Hier wird Rotoren hergestellt. Ja, auf dieser Etage werden vier Sachen hergestellt, so wie ich meinen Kopf habe. Rotoren und nochmals Rotoren. Jetzt sind hier. Hä? Ah, die Kohle geht noch weiter hoch. Bist du auf der fünften oder was? Auf der siebten. Ach wo? Na, da werden die Rotoren produziert, in der fünften. In der sechsten. Ja, in der fünften, ja. Stahlscheiße produziert. Genau, da wollte ich jetzt hin. Dankeschön. Boah, überall Beleuchtung noch hinballern hier oben. Das wird geil. Genau den Keck habe ich gesucht. Hier wird Beton produziert. Der Beton fließt in die Konstruktoren rein. Hier, ich nehme mir mal 500er Stack. Hier ein 500er Stack. Und hier hinten ein 500er Stack. So, jetzt habe ich 1500 Beton. Haben wir in dem Fall immer noch genug Stahlbeton? Müsste hinkommen. Dann füttern wir den Rest einfach. Ja, ja. Müsste eigentlich funktionieren mit dem Stahlbeton. Aber das ist ja so eine Sache, ne, mit dem ganzen Management und Co. Ah, Wumms. Das sind ja eigentlich auch nur Wartungs... Wartungsgedönse hier, ne? Wartungseingänge. Wo? Ja, die Stockwerke, weil ich man befördert ja alles nach unten, ne? Zu unterst. Mhm. Und dem ist es ja egal, wie das Zeug oben aussieht oder hier drinne. Plus, minus. Ah, wir haben die Lagercontainer um nicht vor und deswegen produziert er weiter. Stahlbeton. Okay. Also, was brauche ich für Licht? Eine Lampe. Wäre schon recht gut. Turbodraht. Oh, da wären wir bei dem Thema. Die Turbodraht stellen wir noch nicht her. Automatisiert. Das bedeutet für mich Caterium-Erzförderband. Ja, und für mich heißt es ab ins Bett. Nein, ich weiß nicht, wollen wir dann irgendwann fertig machen? Ist zwar erst eine Stunde oder so, aber ja, ist ja auch schon wieder 22 Uhr, ne? Uch. Heftiger Hase. Haben wir denn genug Folgen? Ich weiß es nicht. Darf ich hier ja, hoch? Ja. Danke sehr, Spiel. Toll. Hm. Aber es ist angenehm, dass man nicht mehr so kacke stirbt in einem Gebiet mit anderweitigen Ausdünstungen. Nachbarn. Ah, Ausdünstungen, nicht Nachbarn. Ja, vielleicht. Da sind die Nachbarn schuld. Aber ist doch das Gleiche, oder? Nicht? Ja, safe. Hm. Aber ja, du. Dann würden wir in der nächsten Session mal irgendwie Dinge zusammentrommeln. Beton. Ja.
Betonproduktion? Also warte mal, ich mach noch mal die To-Do-Liste auf. Sortieren. Hier haben wir ganz viel Beton, glaube ich, zumindest. 1. To-Do-Liste bearbeiten, Eisenplatte weg. Also. Katheriumproduktion, Quarzproduktion, Straßenbau zu Öl. Dann, warum schreibt er jetzt anders? Hä? Ich hab gerade einen Brainfuck. Schweiz. Tastatur Schweiz. Ach, die Sache, ja. Warum macht er mir, wenn ich auf Bindestrich stelle, einen Backslash? Könnte eine andere Tastatur sein. Übrigens, das ist genial bei Mac. Die haben mir ja eigentlich eine Mac zugeschickt als Miete mit deutscher Tastatur, ne? Mhm. Ist für mich nicht weiter schlimm mit externer Tastatur, aber es gibt einfach mal eine Funktionstaste, die man, wenn man klickt, Tastaturen durchwechseln kann. Das ist so angenehm. Man muss in keine Einstellungen gehen oder irgendwas. Es gibt einfach auf der Tastatur eine Tastatur, eine Taste. Nein, ich hab's nicht gespeichert! Was gespeichert? Was ich geschrieben habe gerade. Oh. Schade. Gibt's nochmal Paleo-Bieren? Paleo? Pendejo. Betonproduktion. Das ist auf jeden Fall eine Betonproduktion. Die hochpushen. Beleuchtung. Ja, und irgendwann. So. Stahlrohr. Wir brauchen noch ein bisschen Stahlrohr. Ja, für die Gaga-Container. Da liegen sie richtig, Herr Graf. Und hier das Kupfererz wird auch nicht mehr weiter produziert. Weiterverarbeitet. Also stehen etliche Fließbänder, stehen einfach still. Das müssen wir dann auch in Angriff nehmen. Oh, es gibt so viel zu tun, ne? Ja. Guck mal nach einem neuen Meilenstein. Ja. So, dann die Hypertube. Die Hypertube werden wir anders bauen. Ich weiß nicht, wollen wir dann auf Ölkraftwerke umstellen oder wollen wir die Kohlekraftwerke vorerst behalten? Ja, behalten. Weil aktuell produzieren, also aktuell verbrauchen wir. Warte, nee, das hier steht das nicht. Wir verbrauchen, glaube ich, 1300 Megawatt Strom und produzieren 1,8 Gigawatt. Mhm. Das ist doch schön, also passt bis jetzt. Förderband MK4 wäre was, oder? Ja, das ist doch der erste, ne? Ja, so. Ja, dann schauen wir dann irgendwann die nächste Runde ein, ne? Weil langsam ja. Bett und so, Bett ruft. Bett ruft auf jeden Fall. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder. Keine Ahnung, wann die sein wird. Aber nächste Woche, nächste Welle, selbe Stelle. Auf Twitch. Tschüss. Ja, auf YouTube. Und ciao. Tschüssi.